Wir haben im letzten Video bewiesen, dass es unendlich viele Primzahlen gibt. Aber wie verteilen sich diese denn innerhalb der natürlichen Zahlen? Naturgemäß reißen immer größere Lücken auf, in denen keine Primzahlen enthalten sind. Das kann man sich relativ leicht klar machen. Je größer eine Zahl ist, umso mehr Kandidaten gibt es, die als mögliche Teiler in Frage kommen. Heißt das aber jetzt, dass mit zunehmender Größe der Abstand von zwei aufeinanderfolgenden Primzahlen auch immer größer wird? Ganz so einfach ist es nicht. In diesem Video werden wir das etwas näher unter die Lupe nehmen. Man kann sogar Folgendes ganz konkret zeigen. Es passt jede noch so große Zahl n in zwei aufeinanderfolgende Primzahlen, wenn man die Zählreihe nur weit genug hinaufgeht. Lassen Sie uns das an einem Beispiel machen. Nehmen wir mal an, wir hätten die Zahl n gleich eine Billion. Der Satz, den ich hier aufgeschrieben habe, bedeutet, dass es eine Billion aufeinanderfolgende Zahlen gibt, die alle nicht prim sind. Gleiches könnten wir auch für die Zahl 8 Billionen oder jede noch so große denkbare Zahl aussagen und nachweisen. Das ist schon eine extrem starke Aussage, da wir praktisch beliebig lange Zahlenreihen finden, die aus nicht primen Zahlen bestehen. Der Beweis dafür nutzt einen ähnlichen Ansatz wie den, den wir eben beim Satz von Euklid verwendet haben. Ich habe mich dazu entschlossen, den Beweis hier in einer präformalen Form Ihnen hier in diesem Video zu zeigen. Das heißt, wir schauen uns das Beweisargument anhand eines ganz konkreten Beispiels an, und zwar so, dass Sie davon überzeugt werden, dass sich diese Beweisargumentation auf jede beliebige andere Zahl auch übertragen lässt. Wir nehmen mal keine allzu große Zahl, damit das Ganze übersichtlich bleibt. Das heißt, ich wähle die Zahl n gleich 4 und mache mich jetzt auf die Suche nach vier aufeinanderfolgenden nicht primen Zahlen. Das Ganze machen wir aber so systematisch, dass wir für jedes beliebige andere n auf die gleiche Art und Weise eine Liste an beliebig vielen Zahlen n finden, die alle nicht prim sind. Dazu machen wir Folgendes. Wir erzeugen eine neue Zahl und verwenden dort eine ähnliche Überlegung wie die, die wir im Beweis für die Unendlichkeit der Primzahlen bereits genutzt haben. Wir multiplizieren jetzt eine ganze Reihe an Zahlen wieder auf. Und zwar in diesem Fall multiplizieren wir alle Zahlen von 1 bis 4 plus 1 miteinander. Also 1, 2, mal 3, mal 4, mal 5, das gibt 120. Für diejenigen, die den Begriff der Fakultät bereits kennen, bedeutet das, wir berechnen 4 plus 1 Fakultät oder allgemein n plus 1 Fakultät. Nun kann ich zeigen, dass die Zahlen m plus 2, m plus 3, m plus 4 und m plus 5, das sind vier Zahlen, alle nicht prim sind. Schauen wir uns das konkret an. M plus 2 ist 120 plus 2, m plus 3 ist 120 plus 3, m plus 4 ist 120 plus 4, m plus 5 ist 120 plus 5. Das könnten wir natürlich jetzt auch ausrechnen. Ich glaube aber, für die Übertragbarkeit auf andere Zahlen n ist es sinnvoller, das als Summe hier so stehen zu lassen. Ich kann nämlich jetzt sofort ablesen, dass m plus 2 teilbar ist durch 2. Warum? Auf die Art und Weise, wie wir m gebildet haben, ist es offensichtlich, dass 120 durch 2 teilbar sein muss, weil einer der Faktoren in diesem Produkt, aus dem m besteht, eben 2 ist. Die Zahl 2 selbst ist natürlich auch durch 2 teilbar.
n plus 3 ist mit der gleichen Argumentation teilbar durch 3. M besteht aus dem Produkt aller Zahlen zwischen 1 und 4 plus 1. Insbesondere taucht also auch der Faktor 3 auf. Und die Zahl 3 ist natürlich selber durch 3 teilbar. M plus 4 ist damit teilbar durch 4. Und M plus 5 ist teilbar durch 5. Ich habe also hier jetzt 4 Zahlen stehen, die alle offensichtlich keine Primzahlen sind, weil ich zumindest eine Teiler dieser Zahl jeweils eindeutig ermitteln konnte. Und diese Überlegung lässt sich jetzt auf beliebige Zahlen n übertragen. Wenn n nicht 4, sondern 80 ist, würde ich eben 81 Fakultät berechnen und würde dann über die Zahlen m plus 2, m plus 3 und so weiter bis m plus 81 80 aufeinanderfolgende nicht prime Zahlen ermittelt haben. Halten wir nochmal fest, es gibt unendlich viele Primzahlen, das haben wir gezeigt, die aber gleichzeitig immer seltener werden. Ich finde beliebig lange Strecken an Zahlen, die alle nicht prim sind. Gleichzeitig können wir jetzt aber auch feststellen, dass wir immer wieder auch sehr große, sehr nah beieinander liegende Primzahlen finden. Was meine ich mit sehr nah beieinander liegend? Dazu hat sich in der Primzahltheorie der Name des Primzahlzwillings eingebürgert. Machen Sie sich einmal kurz klar, 2 und 3 sind offensichtlich die einzigen Primzahlen, die unmittelbar nebeneinander liegen. Das liegt daran, dass die Zahl 2 die einzige gerade Primzahl ist. Alle anderen geraden Primzahlen sind ja durch 2 teilbar und damit eben nicht mehr prim. Nun gibt es aber Primzahlen, die nur eine einzige gerade Zahl zwischen sich liegen haben. Beispiele dafür sind 11 und 13. Nur die Zahl 12 liegt zwischen diesen beiden. Oder 137 und 139. Beides Primzahlen und nur die Zahl 138 liegt dazwischen. Solche Zahlen nennt man Primzahlzwillinge. Wer Lust hat, kann sich auf die Suche nach noch ein paar weiteren Primzahlzwillingen machen. Sie finden gleich hier oben eingeblendet die ersten 118 Primzahlen. Frohe Suche! Das Überraschende ist jetzt, dass obwohl es immer größere Primzahllücken gibt, solche Primzahlzwillinge immer wieder aufzutauchen scheinen. Man geht sogar so weit, dass man davon ausgeht, dass es unendlich viele solcher Primzahlzwillinge gibt. Diese Behauptung ist allerdings bis heute noch nicht bewiesen. 2013 gelang aber ein großer Durchbruch. Der chinesische Mathematiker Yingtang Zhang konnte zeigen, dass es salopp formuliert unendlich viele Primzahl-Cousins gibt. Demnach existieren unendlich viele Primzahlpaaren, bei denen der Abstand der beiden Primzahlen kleiner als 70 Millionen ist. Auf den ersten Blick scheint das kaum etwas mit Primzahlzwillingen zu tun zu haben. Deren Differenz beträgt schließlich nur 2 und nicht 70 Millionen. Doch Experten halten diesen Beweis trotzdem für einen wichtigen Meilenstein, vielleicht sogar den entscheidenden. Alles in allem kann man festhalten, es gibt also unendlich viele Primzahlen, die scheinbar völlig willkürlich auftauchen. Unendlich große Lücken und doch immer wieder Cluster mit sehr nah beieinander liegen.